Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Heute wieder nicht alleine, heute ist unser Sägemann dabei, unser Simo. Hiho. Der hat sich gerade, glaube ich, noch was repariert. Ich habe, glaube ich, mein Inventar noch nie so minimalistisch dabei gehabt wie jetzt. Eigentlich hätte ich auch gerne das ganze Zeug aus dem Rucksack rauspacken, oder bin ich zu faul? Das heißt, wenn ich es verliere, freue ich mich drüber. Also ich habe da noch 15 Dosen einstecken, leere. Was geht denn mit mir ab? Danach jammer ich wieder, dass ich nichts zum Essen habe. So, 53 Dosen dabei. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Gut. Dann hätte ich gesagt, wir verpinkeln uns ins in Twilight. Aber wie gesagt, ihr habt es gesehen, alles schön brav in den Rucksack geräumt. Halt. Ich weiß nicht, wie viel Loot das da immer drin ist. Erstens meine XP abgeben. Dann hier in die Kiste reingehen. Wo Chest gibt, steht 4 Stück und eine Goldchest. Müsste reichen. So, wir laufen jetzt mal über die Gebiete. Also ihr seht, dass das hier alles noch grau ist, ne? Und da ausschaut wie Sau. Und ich schätze mal, wenn wir jetzt den Weg entlang gelaufen sind, wird sich das alles erneuern bei mir. Oh, weil das ist Sebos Ecke. Okay, es ist noch nicht ganz oben. Aber schon ziemlich weit. Das heißt, wir können hier fröhlich bald weiter bauen. Ihr seht, es ist alles ja, grüner geworden. Nichts mehr grau, ist das alles schon bis auf diese Ebene da unten soweit fertig. War nur ein Tag Arbeit. Ja. Also ich bin nicht so weit gekommen, aber mein Gebiet ist auch ein bisschen kleiner. Und ich gehe tiefer runter. Ja, ich da muss ja nur von hier oben bis runter auf 61, von daher. Ja. Ich bin ja schon in den Katakomben sozusagen angekommen, wo dann auch unsere Jungler oder irgendwann stehen. Weil das wird nämlich jetzt dann wichtig, dass die auch unten laufen. Für unsere Felder weiter. Deswegen auch, ne? Ich hätte ja auch schon im Twilight starten können. Aber ich habe ja unten auch noch irgendwas gebaut. Das habe ich beim letzten Mal noch gar nicht gezeigt. Das erste, unser erstes kleines Gewächshaus hat sogar schon die erste Reihe Fenster drin. Ja. Das heißt, hier ist Weizen drin, hier ist drin Barley. Ich kann mir schon wieder nicht merken, was das ist. Und dann haben wir hier drin Oats. Dann haben wir jetzt hier drin Rye. Und hier drin haben wir Mais. Also Corn. Das heißt, das letzte, was jetzt dann noch hier hinkommt, und das sieht jetzt meine Baustelle. Zeigt euch mal komplett, dass ihr mal seht, was wir hier treiben. Ich habe hier schon alles aufgefüllt, komplett bis nach oben mit Erde. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Erde das man dafür brauchen kann. Mein Gebiet, wie gesagt, ist ein bisschen größer. Wollen wir gleich weitermachen. Oh. Tag und guten Tag. Das heißt also, ich bin schon bis dahin. Das heißt, ich räume jetzt auch gleich die ganzen Erze raus und bin schon am Fluss angekommen. Und ja, ich kann euch mal mein Gebiet zeigen. Und das Schöne ist, wir haben einen Dungeon gefunden. Der ist hier hinten irgendwo. Also an dem Berg. Und da ist der andere Dungeon, den graben wir dann gleich mit aus, weil da brauchen wir irgendwann den Ender Spawner. Und irgendwann brauchen wir auch noch diesen lustigen Herrn mit den drei Köpfen oben drauf. Den haben wir uns ja mittlerweile auch freigeschalten. Wir haben es geschafft nach nach 37 Jahren und 286 Tagen haben wir es endlich geschafft, 10 Endermänner zu killen. Am Anfang willst du keinen killen, weil da brauchst du die Enderperlen.
Die fängst du ein und tust in die Schmelze packen. Und wenn es dich dann, ja, und dann musst du 10 normale finden, weil die anderen ja nicht zählen. Ich hoffe, dass der Bug irgendwann wegkommt. Bei Enderman ist Enderman. Ist ja auch bei den Zombies so. Angelzombie. Auf jeden Fall seht ihr jetzt halt hier hinten das Gebiet. Und, ne, und das ist halt, also wir befinden uns gerade hier. Hier. Und das da ist mein Gebiet, was ich aushebe. Gar nicht übertrieben. Dafür kriegt Sebo irgendwann noch dieses Gebiet hier. Also sozusagen unter meinem Gebiet, bis Prophet sein Gebiet da ist. Und Prophet hat gemeint, er muss mir nochmal ein bisschen mehr machen. Minimal. Also ich habe nur ein Viertel von dem, was er hat. Glaube ich. Oder die Hälfte. Weil er will bis dahin gehen. Und dann rüber. Ich weiß gar nicht, wo die Linie unten ist. Ich glaube, da haut es mir dann auch die Paletten weg, wenn ich es weiß. So, dann gehen wir mal in unsere... Aber wir sind schon dabei, fleißig Wände weiterzubauen und. Das Schöne ist das Gartentor. Das könnte ich jetzt eigentlich auch demnächst mal abreißen. Hibi! Weil das war wichtig, wo das... wo es da noch Lücke gab. Gut. So, dann habe ich jetzt dabei meine Map. So, haben wir denn irgendwo... Ja, einen Minotaurus haben wir. Das heißt, wir müssen in die Richtung laufen. Wir haben beide, soweit ich weiß, den Lich gekillt. Hat du gekillt? Ja, ne? Killt nicht, aber ich habe mir die Trophy geschnappt und bin okay. Einmal kurz hier rüber. Von daher sollte eigentlich... So. Merk gerade, es sind lauter kleine, sind diesmal lauter Flüsschen drumrum. Um die jeweiligen Gebiete. Finde ich auch witzig. Hatte ich auch noch nicht dazu. Werden wir gleich wissen. Für mich ist es auf jeden Fall Premiere. Ich war schon drin. Ich kenne den aber noch nicht, weil so weit war ich noch nicht. Ich bin immer vorher verreckt. Und daneben ist... Was ist denn das? Ist das ein... was kommt als dein nächstes Urgast, ne? Nee, ich bin der Meinung, die Hydra. Um die Hydra? Weil daneben habe ich jetzt so ein komisches Männchen. Das schaut aus wie ein, rosanes... wie ein rosanes Männchen mit Armen. Oder ein... Eigentlich schaut es aus wie ein Ferkel. Wenn man gedacht, nee, das ist kein Minotaurus. Das ist ein anderes Gebiet. Ja. Weil normalerweise braucht man ein Mushroom-Gebiet. Weiß nicht, was das ist. Könnte auch eine Hydra, nö. Schaut aus wie ein Enderman mit Kopf. Siehst du eigentlich, wenn ich dir die Karte gebe, siehst du die eigentlich? Sollte ich. Ach doch. Das vordere ist der der Knight. Und dann weiter drinnen findest du den Urgast. Okay, Urgast habe ich richtig in, erkenne ich auch nicht, also. Ja, der wird spaßig. So, das Problem ist jetzt nur, dass wir bis jetzt nichts haben. Ich hätte mal gesagt, gehen wir mal erstmal hier entlang. Ho, das da hinten, schau ich, oder? Ja, okay. Das sind Mushrooms. Ich bin der eindeutigen Fassung, das sind Mushrooms. Das da hinten, oder? Das ist eine hohe Plattform. Das da hinten, das ist ein Naga. Ja, ich habe gerade gedacht, ich kann schon über das Gebiet drüber gucken. Aber kann ich nicht. Ich hoffe, dass wir... Brauchen wir nochmal einen Naga? Nö. Genau, ich bin im Twilight, das ist die Hölle, du. Spiel du.
Okay, der schaut aus wie Medusa oder so. Was dahinter ist. Also auch falsch. Es da hinten schaut aus wie die Wolkenstadt. Ah, wir müssen ein Stück weiter nach Süden. Da siehst du doch, wo C Aqua ist auf der Karte. Das C. liegt mir. Was? Hast du die Karte groß auf? Ja. Im Süden hast du doch einmal ein Naga-Gebiet. Du schaust jetzt gerade in die Richtung, oder? Moment. Welche Richtung Richtung. guckst du gerade? Hinter dir. Also in die Richtung. Oh. Das Lustige ist gerade, du schaust gerade in dieselbe Richtung wie ich, aber auf der Minimap nicht. Lauf dir einfach mal hinterher. Bin gerade verwirrt von der Karte. Laut Minimap laufe ich nach unten. Jetzt laufen wir so. Hast du auch noch eine Karte einstecken oder was? Nee, aber ich habe das Gebiet schon dank Journey Map ein bisschen weiter aufgedeckt. Und das Okay. sah aus, als wären da große Pilze. Achso. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt in das Gebiet kommen oder gleich. Ich schätze mal, da dürfen wir nicht durch. Das wird ein bisschen spaßig. Da müssen wir außen rumlaufen. Ich bin mal gespannt, wann ich runterfall. Vor lauter Kartenglotzen. Doch, geht noch. Jetzt müsste gleich Heuschrecken oder sowas auftauchen. Hallo, Rabe. Hoffe, du siehst mich noch. Ja. Okay, aber hier sind. Ach nee, dieses Sumpfgebiet ist, glaube ich, schon frei. Weil ich weiß gar nicht, ob der Minotaurus eigentlich zählt. Muss man mal schnell gucken. Achievements. Twilight, 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 Twilight. Bin ich mit der Twilight nicht. Ein Beileid, ich finde kein Twilight. Das müsste Twilight sein. Sollte ich vielleicht nicht drauf drücken. Doch, als nächstes brauchen wir Mighty Stroganoff. Genau, den kriegt man von der Kuh. Achso, Sebo ist da. Nee, aber ich glaube, die Kuh wird ist gar nicht so wichtig, weil wie gesagt, ich kenne es normalerweise, wenn ich diese Sumpfbäume sehe, dass ich da gar nicht erst hinkomme. Aber ich glaube, durch den Lichsinn ist das schon weg. Ja, gut möglich. Jetzt müsstest du ein Stück weiter nach Westen. Ah, ich weiß, wo du hin willst. Wo Aqua ist, ne? Genau. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, da bin ich. Das heißt, ich muss jetzt in die Richtung, genau. So, machen wir mal die Karte weg. Geronimo. Ah, ich habe auch Sebo entdeckt. Ja, das heißt, wenn es das lustige. Pilzragout oder was auch immer das ist. Muss man auch ein Pilzbiom finden. Lang bin ich schon noch. Ja, das stimmt nicht. Nein, nein, ich bin. Wir sind schon weitergelaufen. Wir sind schon weitergelaufen. Ja, aber da konnten wir das letzte Mal nicht durch und das sind keine Heuschrecken mehr. Ich bin ja mal gespannt, ne, ob die Twilight Forest. Ah, ich sehe ein Labyrinth. Das ist aber das Falsche.
Okay. Das ist mehr so die Art von Labyrinth Amerika zu Halloween oder zu Erntedank, diese mit Heuballen aufbauen. So eine Art von Labyrinth ist das. Okay. Aber der Minotaure, der ist unterirdisch. Naja, ich habe immer gemeint, man muss da in dieses Labyrinth rein und fällt dann runter in der Mitte. Kann sein, dass es der Minotaur auch so einen hat. Aber den habe ich mir schon von oben angeguckt, auf dem Zockenserver. Waffel zusammen. Ja, also wie gesagt, das Labyrinth werden wir auch irgendwann entdecken. Ah, ich sehe auf jeden Fall den nächsten Dungeon. Oder ist das auch Minotauro? Das dürfte jetzt der Minotaur sein. Das ist aber komplett anderer Bereich. Ja, das ist der Minotaure. Moment, da versucht mich gerade ein Goblin! komisches, ja, doch, Minotaurus. Aber So. irgendwie scheint uns noch was zu fehlen. Wieso? Oder hast du hier keine Partikel und Nee, ich habe keine Partikel. okay. Weil ich habe hier Partikel und Hunger. Warte. Ja, ich sehe Ah. es. Was hast du nicht? Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich komme gleich wieder. Ich mach mal, bring mal Leitern oder so einen Scheiß mit. Mach ich. Oder einen Eimer Wasser. Nagaskellfragment. Okay, wieso habe ich jetzt. Ach so. Durch den lustigen Herrn mit den lilanen Ohren. Ganz be besonders gut an die Ohren ziehen. So. Gleich mal, wie man sich, wie man es nicht macht und wie man es macht. Doch, fehlt ja doch noch ein Achievement. Jein. Man mu sollte mit einem Item vom Lich in das Gebiet rein. Habe ich aber auch nicht dabei. Kann aber sein, dass du vorher beim Erkunden das Zepter dabei hattest. Eigentlich wieder unten eine Spinne. Also wie, also ich kann jetzt noch mal nachgucken, ne? Achievements, dann klar. Ah, ich habe das, ja, ich habe das Zepter natürlich in der Hand gehabt, als ich die zwei Lich geklatscht habe. Ja. Untouched by Undeath, das meinst du? Genau. Genau, das habe ich natürlich in der Hand gehabt, weil ich ja beide hatte. So, wie kommt man jetzt am blödesten runter? Bin schon wieder im Twilight. Nagas-Geld-Chip. Also ich hätte mal gesagt, ich stelle hier schon mal eine Kiste hin und stelle da schon mal mache rein, was man nicht braucht. So. Ja, dass die Leute nicht zu lang warten. Ja, klar. Moment, ich setze mal schnell. Achso, den Waypoint. Waypoint hat es auch nicht gesetzt, ne? B. Das ist X minus Mino. Ich nenne den mal Mino. Wenn ich tippe dich aus dem Twilight wieder zum Twilight-Tor raus und wieder her, dass du einen Waypoint hast. Vielleicht ein bisschen Quicksand noch mitnehmen sollen. Und das Rentier, den traue ich nicht. Das will mich bestimmt runterschubsen. Merk gerade, ich habe zum ersten Mal keinen Eimer wirklich einstecken. Einige sagt, es will mich schubsen.
Sonst gibt's die Schaufel auf dem Po. Na, da ist er schon. Jo. Genau. Wie stirbt man? Durch Mitspieler. Jo. Ja. Jetzt wisst ihr, warum, dass ich ein Ding gemacht habe, das wo Mino heißt. Ich hoffe, dass jetzt mein Grab nicht an der beschissenen Stelle gemacht hat. Im Wasser, also im Aufzug ist er. Klasse. Er hat noch gesagt, ne, man. Ja, ich muss hier raus, verdammt. Ja, du musst mein Grab aufmachen, weil ich kann's nicht. Weil ich werde die ganze Zeit vom Wasser weggetrieben. Er hat ja gerade gesagt, ne, wenn man sich voll gegessen hat, dann stirbt man. Ich habe natürlich nicht geahnt können, dass er sich selber gemeint hat. Also, dass er mich killt. Offen. So. Und er braucht halt leider nur einen Pfeil, dass man verreckt. So, Handschuhe anziehen. Ich wollte gerade sagen, die fühlen sich verkehrt rum an. So. Ich brauche jetzt meine. Und da rein. Die Goldchest lasse ich auch sicherheitshalber mal da. Die anderen zwei Chests nehme ich noch mit. So, wir müssen uns auf eine Regel einlassen. Ich hätte gesagt, Fackeln immer rechts. Ja. Ich hoffe, du bist auch Rechtshänder. Ja. So, ich mache mal F7 an. Weil das hat nämlich auch noch Sinn. Also man kann das einfacher machen. Es gibt noch eine Map. Auf dem Boden. Die Kreuze wegzukriegen. Hallo Lava. Ja, das musst du machen. Ich habe leider keine Blöcke dabei. Ich war wirklich sehr sparsam mit mitnehmen. Also bis jetzt ein lustiger. Der erste Stock ist schon mal lustig. Ah. Falls man Fackeln braucht. Magnet wäre jetzt was Schönes. Aber dafür müssen wir ja erst ins All. Nee. Man muss nur lustige Maschinen bauen. Stimmt ja. Da war ja was. Ja, sowas komisches Anfriedenes machen. So, jetzt haben wir da den Spaß. Gieß da noch nicht rein, Drag. Schlag nur genau die Höhe. Weg, Drag. Du meinst, ich habe das Dynamit schon gehört? Tschüss. Okay. Da ist nämlich ein Stolperdraht hinter. Aha. Ey. Zum zweiten Mal gekillt? Alter, immer wenn einer vor dir ist, nicht schießen. Bei mir warst du links neben mir. Das hatten wir gestern schon mal. Da hat er dann Prophet erschossen.
27. Ihr wisst jetzt, warum, dass ich nichts gegessen habe. Mache ich sonst noch öfters. Und ich weiß nicht, ob er schielt. Das kann ich euch nicht sagen. Ja. Also bis jetzt hat mich noch kein Viech gekillt. Mensch. Du hast doch von so einer schönen Map gesprochen. Ja. Willst du die mal zeigen? Ich habe dort einen Token gefunden. Beziehungsweise vom Mob gedroppt bekommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich ein Mob bin. Ich habe auch schon ein paar Minotauren besiegt, also. Dürft ja nicht. Aua. Moment, lass mich mal. Ich muss meine Leben auffüllen. Dafür ist der da gut. So. Dann hätte ich gesagt, mach mal. Wir müssen ja eigentlich nur das Zeug hier finden, ne? Im Prinzip ja. Okay. Das Problem ist jetzt nur, ich glaube, wir brauchen einen neuen Lift. Nee. Wir haben da Wasser. Wo? Meinst du das? Natürlich lasse ich Intelligenzbolzen den Eimer oben. Ja, gut gemacht. Ich gehe mal ausleuchten hier. Ich hoffe, du findest zurück. Du kannst dich auch nach oben bauen. Aber wie gesagt, ich kann immer noch durch die Decke gucken. Das ist eigentlich nicht normal, dass die ganze Decke weg ist. Also runterhüpfen. Oh, ich habe da. Oh. Ein Beetlejuice. Tschüss. Und ein Minotaurus. Mein erster. Also hier gehen, ich kann euch eins sagen, hier gehen Fackeln drauf, wie nochmal was. Alter, ich hasse diese Kühe. Vor allem, wenn man so gut ist wie ich und dreimal daneben schießt, ist man tot. Ich höre schon wieder eine Kuh. Das sind die, die muss ich. Die sind bestimmt mit den Kühen von mir verwandt. Die haben sich bestimmt bei denen beschwert, dass sie kein Dach über dem Kopf haben. Ich glaube, Sebo spielt gerade mit ihm rum. Ja. Haben wir falsch abgebogen. Hui! Hallo Beetlejuice. Tschüss. Tschüss. Will nur ausfackeln eigentlich. Aber eigentlich haben wir ja schon den richtigen Punkt gefunden. So. Aber wie gesagt, durch Journey Map und so weiter braucht man eigentlich auch keine Karten mehr, weil dann, genau. Dann läuft er mir schon mal falsch. Guten Tag. Hallo. So. Sie haben einen Aufzug bestellt. Ja, und diesmal bitte nimmst den Eimer mit. Weil wir müssen noch mal runter. Soweit ich das weiß. Halt. Boden. Ich möchte nur, wenn ich wieder zurückgehe, nicht die ganze Zeit wieder gegen die Minotauren spielen müssen. Ja, genau. Sagte er und dann lief einer an ihm vorbei.
Hab ich nie gesehen. Ja. Ich war sogar so gut und hab ihn schon mal aufgefüllt. Alter. Kannst du wieder ein kleines Schwimmbecken drumherum bauen? Er kommt her. So. Hab ich ihn bekommen? Schaut aus, was für eine Maus. Rechts. Ey. Ihr werdet mit mir. Ja, Spinnen. Nein, mit dir will ich nicht spielen. Wackel du mal aus und ich spiele hier wegen Schütze. Dann habe ich größere Chancen, dass ich nicht sterbe. Okay, den ersten Weg haben wir. Warte mal auf ihn. Was? Wäre sonst ein bisschen doof, wenn ich zu ihm sage, fackel mal aus und dann renne ich weg. So, ich laufe. Dumm-di-dumm. Sogar als die Kisten stehen. Levelt. Ich hasse es. Ist ja in Ordnung, ne, dass man da dass die explodieren können, aber das soll es auch irgendwann mal meiner Meinung nach eine Möglichkeit geben, dass man diesen Effekt wegkriegt. Und falls es möglich ist, sagt mir wie. Ja, was mühig ist. Kühe machen Mühe. Auf mal weiter. Das hört sie sich jetzt gar nicht. Die spielen jetzt mit sich selber die Luft jagen. Gehen wir mal hier entlang. Finde ich witzig. Bist nicht mal in der Nähe von sowas und dann macht's bumm. Ich will noch tiefer leveln. Aber wir haben da noch so ein dreiköpfiges Monster vor uns, wo eine vernünftige Handfeuerwaffe braucht. Handfeuerwaffe, genau. Ein Schwert meine ich. Uah. Die Kühe sehen mich immer zu früh. Ich sehe zu spät. Kann man jetzt nehmen, wie man will. Ich gehe mal in die Richtung. Oh oh. Hier waren doch irgendwo Spawner. Ja.
Heute. Okay, Säbel ist in die andere Richtung gelaufen. Laufen Säbel näher. Ich warte, bis er geschossen hat. Nein, Kuh. Weg. Okay. Also doch in den Raum, wo ich gerade war. Geh weg. Dich mache ich nicht kaputt, weil dich nehme ich irgendwann mit, ne? Weil euch gibt's irgendwann bei uns im Zoo. Ja. Alle lustigen Viecher werden irgendwann in Zoo eingeschlossen. Ja, schon wieder eine Kuh. Ich sehe zwar nie eine, aber ich höre immer eine. Ja, ist ja gut. Wir leben die Leben, die ich eigentlich, aua, mit meinem Schwert eigentlich zurückkriegen müsste. Ich muss gerade aufpassen, dass ich Sebo nicht schlacht. In Irrgarten zu laufen macht total viel Spaß. Auch in Folgen. Ja, komm her. Ich weiß nicht, warum das immer der 10. der erste ist. Okay. Sind hier nur Fackeln? Okay, sollte ich vielleicht auch noch einen Boden ausleuchten. Aber ich habe ein Miniaturherz bekommen, das heißt, wir haben 10 Herzen. Falls es mal kritisch wird. Jo. Ich bin ja mal gespannt, wie der Minotaurus ist. Ob der auch so leicht zu bekämpfen ist wie die anderen zwei. Okay. Unserem Equip, wer weiß. Okay, also wir sind gerade. Ne, da sind Helm. Moment. Bitte in den Cave. Ich weiß. Dann sage ich ja, wenn man jetzt halt den das weiß. Wo bin ich eigentlich gerade? Ich bin hier. Lauf mal da lang. Komm mal zurück. Weißt du, das ist ja fast Cheaten. In die, Jay. Oder? Nö. Da haben wir alles. Also wir haben hier alles ausgeleuchtet. Da hinten. Geht mal jeder in eine andere Richtung. Sonst haben wir eine 4-Stunden-Folge und wir haben nichts gefunden. Lustig wird's, wenn dann einer schreit, ich hab was! Und braucht dann der andere 3 Stunden, bis er den gefunden hat. Schlimm wird's, wenn wir eigentlich uns die ganze Zeit gegenseitig selbstständig finden. Aber jetzt die Sackgasse, hoffe ich. Dann war's da. War hier jetzt die Lava? War das hier? Ah, auf jeden Fall sind wir an Pilzen vorbeigelatscht. Genau, und da hinten waren wir noch nicht. Ja, oh, aber hier ist ein Sackgasse, ich glaube, ich häng. Jetzt hier.
Ja, aber Seba ist auch bei mir irgendwo in der Nähe. Hallo. Tag. Haben wir wieder eine Sackgasse gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der richtige Weg. Jetzt kommen die Käfer mit den Spezialeffekten. Soll ich weiter fackeln? Ich baller wieder, ja. Der hat sich zu langsam umgedreht. Teleport Creeper. Könnte richtig sein. Alles mitnehmen. Ist alles sehr teuer. Nö, könnte nicht richtig sein. Ist falsch. Mann. Hatte beim letzten Mal einfach nur arsch viel Glück, weil ich ziemlich schnell immer in die richtigen Dinge gelaufen bin. Links. Das Schöne ist, man muss sich einfach nur an die roten X halten. Das wird ein großer Raum. Ja, die sieht richtig aus. Lauf erstmal außen rum. Da hinten ist wieder geschlossene Veranstaltung. Oh Mann, ist hier eine Fackel? Macht Spaß, in Irrgärten rumzurennen. So richtig. Wollte schon auf. Komm her. Toll. Ich hoffe, dass der Minotaur, dass mir den. Aua. Dass mir den Minotaur. Aua. Ey, genau, jeder Zehnte, oder? Statistisch gesehen, ja. Aha. Statistisch gesehen war das jetzt jeder. So, da sind wieder Spawner drin. Fuck, ey. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Spawner ist. Nee, das ist ein Minotauren-Spawner. Aufmarsch mal weiter. Gott sei Dank bist du gegen die Wand gerannt. Komm her.
Alter, ich will gleich hier in die Luft fliegen. Da geht doch. Großen geben mehr Leben. Ich muss auf die Großen einschlagen, nicht auf die Kleinen. Die Großen, die Kleinen werden jetzt von der Ferne bekämpft. Lebt man länger. Haken gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ich komme. Apropos gefunden, ich brauche was zum Futtern. Edig. Ich habe noch 3 Hungercoin. Hast du was einstecken oder? Ja, ja, 53 Dosen. Jetzt noch 39 Dosen. Kämpfen ist anstrengend. Laufen in die richtige Richtung? Nö. Du läufst gerade um ihn herum. Ach, der Minotaur ist da drin oder was? Ja. Yeah. Ach, du bist es. Die Buschruben. Danke. Nee. Das war's. Hey. Toll, du brauchst 3 Jahre, bis du hier bist. Ich schmeiß dir das Frogger noch mal in die Kiste. Jo. Okay. Ein Eimer Milch. Habe ich wieder einen Eimer. TNT. Sea Love Plate. Okay, also. Wir haben uns 3 Jahre verrannt und 4 Sekunden gebraucht, um das Viech zu killen. Aber er hat 2 Schüsse ausgehalten. Vorsicht! Die sind nervig, ja. Geh weg! Die wollen jetzt, glaube ich, ihren Papi rächen. Also schon scheiße, ne? Wenn's du als Boss, ne, in einen Raum eingesperrt bist, ne, haust den Zaun weg, wirst 3-mal beschossen tot. Jo. Ich habe einen Maze Map Fokus bekommen. Genau, mit denen kannst du dann die Karte fürs Maze hier machen. Den haben wir doch überall beflaggt. Aber hier muss immer noch was sein, weil der spawnt immer noch. Ein. So. Lustig, ihr werdet jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Ja. Beziehungsweise, nein, werden wir nicht. Wir werden den Weg wieder selber zurücklaufen, weil ich glaube, das wird er uns noch zutrauen. Weil es waren jetzt schon 48 Minuten wieder. Ich möchte nicht jede Folge eine Stunde machen. Also, man hat auf jeden Fall gesehen, Minotaurus, ne? Suchen, 39 Minuten. Killen 1 Minute. Ja, könnte auch vielleicht der Titel von der Folge sein. Also, in dem Sinne, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie wir uns hier verirrt haben, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Oder, wie gesagt, den Algorithmus unterstützen wollt, dass ich nach oben komme, dann ebenfalls. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.